Gut, sollen wir dann starten? Bist du soweit, Flop? Nö. Nee? Nö. Ich muss mal gucken, was ich sagen wollte. Okay. Sofort wieder da. Okay, bis gleich, Flop. Ich lauf nicht weg. Ah. So. Ja. Ich sitze immer noch hier. Ich auch wieder. Guten Tag. Cool. Dann gesell dich mal hier hin. Danke. Gerne. So. Willst du jetzt was trinken? Nee, ich hab grad. Okay, gut. Also ich bin bereit. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin fertig. Gut, dann lass uns loslegen. Und los. Ja? Ja. Frag doch mal. Achso. Sag mal, wie war denn so deine Kindheit? Ja, also an die Kindheit kann ich mich eigentlich recht gut erinnern. Also ich war viel unterwegs. Also viel in Urlaub, in vielen Freizeitparks. Und das war echt cool. Und mit 2,5 Jahren habe ich angefangen, Quad zu fahren. Mein Stiefvater, also Ralf, der hat früher angefangen, Quad zu fahren. Und er hat mich damit direkt angesteckt. Und da habe ich gedacht, so ja, ich möchte auch gerne Quad fahren. Und dann bin ich Quad gefahren, hatte ein kleines Quad und das war echt cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe die Zeit auch sehr genossen. Dann habe ich ein etwas größeres Quad bekommen und irgendwann ging das dann leider auch nicht mehr, kraftmäßig. Dann habe ich ein Buggy bekommen und damit bin ich dann auch noch zwei Jahre ungefähr gefahren. Dann ging das auch nicht mehr. Oh, schade. Ja, ist wirklich sehr schade, Flop, aber ich kann mich da gut dran erinnern und es war eine recht schöne Kindheit. Also besser hätte meine Kindheit nicht sein können. Ja, aber es ist sehr schön, ja. Ja. Hast du eigentlich irgendwelche Vorteile, im Rollstuhl zu sitzen? Ja, doch. Also ich habe schon Vorteile. Also der erste Vorteil ist, ich kann immer auf einem großen Parkplatz parken. Ich muss nicht laufen, also keine weiten Strecken oder so. Ich kann dann immer fahren und ich kann mich auch mitten in der Stadt oder irgendwo kann ich mich einfach hinlegen, Füße hoch. Rückenlehne zurück machen. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil, im Rollstuhl zu sitzen. Und was auch noch cool ist, ich kann jemanden mitnehmen. Wenn einer nicht mehr laufen kann, weil ihm die Füße wehtun, kann ich ihn einfach mitnehmen. So wie dich auch. Boah! Ja. Da denkt man gar nicht drüber nach vorher, oder? Das ist stark. Ja. Das ist es wirklich, Flock. Und wie findest du deine Behinderung? Ja, also meine Behinderung. Also ich finde es schon doof, dass ich diese Behinderung habe. Also ich hätte am liebsten keine Behinderung. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Und ich habe mich jetzt so... Ich habe mich dran gewöhnt und komme damit gut zurecht. Und vor allen Dingen, wenn man es so sieht, ich hätte jetzt die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, die ja meine Assistenten sind, hätte ich sonst nie kennengelernt. Oder auch die ganzen anderen Rollstuhlfahrer, die ich aus Reha kenne. Die hätte ich auch nie kennengelernt, wenn ich diese Behinderung nicht hätte. Das stimmt, ja. Und da muss man auch sehen, das sind so diese Vorteile. Und die Krankheit ist zwar hart, aber man kann damit leben und ich komme sehr gut damit zurecht und bin zufrieden mit meinem Leben.
Das ist schön. Ja, und du hast eine coole Haarfarbe. Wollte ich dir mal sagen. Ja, musst du auch machen. Naja, lila weiß ich nicht, ob mir das steht, ehrlich gesagt. Ja, doch, einfach mal machen. Okay. Das mache ich nur ab einer bestimmten Abonnentenzahl. Das habt ihr gehört. Ab wie viel? Ab. Boah, jetzt sind es ja 229. Ab 400 Abonnenten. Oh, ist nicht weit entfernt, aber... Festgenagelt! Ab 400! Oh, oh. Oh mein Gott. Was habe ich denn da jetzt gesagt? Upsi. Ja. Jetzt bin ich da voll reingeraten. Versprochen ist versprochen. Tja, Leute. Versprochen! Jetzt bin ich erledigt. Ja. Also, denkt dran. Abonniert den Kanal ganz fleißig, damit ihr seht, wie ich meine Haare färbe. Ja. Ja. Das wird schön. Ja, ich... Tja, Flop, da bin ich jetzt in was reingeraten hier. Verdammt. Du bist selber reingerollt. Tja, so ist das im Leben, ne? So. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für die Erkrankung? Kannst du da was machen? Ja, also es gibt, also die Ärzte sind dabei, ein Heilmittel zu erstellen. Aber das ist sehr schwer, weil jeder hat halt so, ja, was anderes, was einem fehlt. Das ist jetzt schwer zu erklären. Und da müssen die halt gucken, wie man da Mittel erstellen kann. Aber das dauert noch, bis die da Mittel wirklich ja, benutzen können. Das ist schade. Ja, vielleicht haben sie es ja bald. Ja, ich hoffe wirklich. Also ich würde mich freuen, wenn da irgendwas wäre. Wenn da was ist, was funktioniert, würde ich das auch machen. Jetzt ist es so, da kann man nichts machen, aber man kann, um den Verlauf zu verlangsamen, kann man Krankengymnastik machen. Das bekomme ich dreimal die Woche. Dann bekomme ich einmal die Woche Logopädie, aber nicht damit ich das Sprechen lernen kann, sondern damit das alles so lange so bleibt, wie es halt ist, weil mein Ziel war, am Anfang bei der Logopädie, ich möchte einen Burger essen. Ja, und dadurch haben wir dann die Muskeln alle durchbewegt und es ist auch deutlich besser geworden. Ich bin total froh, Logopädie zu machen, weil das ermöglicht mir, dass ich weiterhin leckere Burger essen kann. Weil Burger sind mein Leben. Die schmecken gut, ja. Die sind richtig lecker. Ja. Hammermäßig. Njam, njam. Ja. Ja, und wie ist das so mit Assistenten und Pflegenden zu arbeiten? Am Anfang, wo ich Assistenz bekommen habe, war es für mich sehr schwer, weil da kamen ja ganz viele Leute, die hat man kennengelernt, dann wurden die eingearbeitet und das war für mich wirklich erst total ungewohnt und komisch, aber mittlerweile habe ich mich gut daran gewöhnt. Nur das Ding ist halt mit Assistenz, die Leute kommen halt und die gehen dann auch mal irgendwann. Ja, und ja, wie soll ich das sagen? Es war so, viele haben sich halt, sind halt so gegangen, ohne mir Tschüss zu sagen. Und das war für mich echt sehr traurig. Also es hat sich bis jetzt nur, ja, zwei Leute oder so von mir verabschiedet, aber die anderen sind einfach weg gewesen. Und das war für mich echt gar nicht einfach zu verstehen, weil man macht sich dann natürlich, wie soll man das sagen, selber Vorwürfe,
Aber man ist ja nicht schuld daran. Das hat halt dann andere Gründe. Aber es ist halt schon schade. Also ich würde mir halt wünschen, dass die Leute, die halt gehen, mir auch vernünftig Tschüss sagen und sagen, dass es eine coole Zeit war. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ja. Aber so habe ich mich richtig gut dran gewöhnt. Und ich komme mit allen auch gut zurecht. Das ist echt schon sehr viel wert, ne? Ja. Wie viele Fragen haben wir denn noch, Flo? Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, sechs. Okay, das kriege ich hin. Okay. Boah, Flop, du hast mich gerade vorher erschreckt. Hilfe. Was? Ach, du hast mich gekitzelt gerade am Arm. Hast du einen Pulli an? Ich weiß. Oh. So. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich mich beruhigt, Flop. Was? 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 Okay, Flop, ich hör zu. Was willst du erreichen im Leben? Ja, also ich möchte auf jeden Fall erreichen, dass ich noch lange hier leben kann und noch lange fit bin. Weil mir geht es gut hier. Ich habe Freunde, habe nette Betreuer, Assistenten um mich und das finde ich einfach schön und ich möchte die Zeit, die ich habe, genießen und keine Schmerzen haben. Sondern ich möchte so bleiben, wie ich jetzt bin und das ist mir wichtig. Ja, das will ich gerne erreichen. Ja. Noch lange hier zu sein. Um auch weiter Videos machen zu können. Ja, das ist sehr schön. Ja. Wir müssen die noch groß rausbringen. Ja, das wäre cool, Flo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wirklich. So, noch ein Video. Und noch so viele andere hier. Und man kann sie abonnieren. Einfach mal klicken. So, tschüss.